Hallo und willkommen bei meinem Kanal Wolfgangs Welt. So, nachdem ich dir jetzt gezeigt habe in den letzten beiden Videos, wie ich trainiere, also diese 8 Grundübungen, die man für den Anfang mal so machen kann, um da ein bisschen was zu erreichen, geht es in diesem Video jetzt um den Trainingsfortschritt nach jetzt nunmehr 4 Wochen. Also wir sind wieder am Monatsende und das werde ich so beibehalten. Kommt dann immer ein aktuelles Video, wie meine Körpermaße dann sind. Wenn dir das gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Ich hätte da noch ein bisschen Platz, habe ich ja schon mal erwähnt. Wenn du eine Frage hast, schreib es in die Kommentare oder irgendwo unten im Text findest du auch meine E-Mail-Adresse. Schreib mich auch gerne direkt an, ist überhaupt kein Thema. Ich versuche darauf einzugehen, das zu beantworten. Ist ja im Moment noch nicht so viel, ne? Ja, macht ja nichts. Ansonsten würde ich mich über ein Like freuen und ja, dann wünsche ich dir viel Spaß. Ich versuche das jetzt hier mal kurz zusammenzufassen, was sich verändert hat. Ich habe ja die Werte ein bisschen angepasst, weil bei den letzten Zahlen waren Sachen dabei, die jetzt relativ uninteressant sind. Wahrscheinlich fliegt auch der Schulterumfang raus, obwohl der sich auch um einen Zentimeter verändert hat in diesen 4 Wochen. Es könnte sein, dass ich dir den Körperfettanteil noch reinnehme. Der hat sich verändert von Anbeginn meiner Abnehmphase, also ich habe ja angefangen mit der ketogenen Ernährung im September. Da war ich so bei knapp 30% Körperfettanteil, bei etwas über 100 Kilo, ne, sind das 30 Kilo Fett, das muss man mal so sehen. Jetzt bin ich bei 16% Körperfett. Da ist immer noch Speck drauf, ja, das ist noch nicht weg. Das wird wahrscheinlich auch nie ganz weg sein. Also hier mit Sixpack, mit Mitte 40. Das Thema ist wahrscheinlich durch, es sei denn, ich würde das jetzt da ganz massiv betreiben, aber das hatte ich ja auch gar nicht vor, habe ich ja gesagt. Es ging ja einfach darum, abzunehmen, auf ein normales Gewicht zu kommen und eine vernünftige Figur zu schaffen und diese dann auch am Ende durch ein Erhaltungstraining ja, zu behalten. Ja, so, also was hat sich verändert? Mein Gewicht ist nochmal leicht runtergegangen, da muss ich aber zu. Ab und an, ja, da kommt mal so ein Tag rein, so alle 2, 3 Wochen, wo ich dann ordentlich reinhaue und da geht auch mal eine Packung Chips oder sowas. Ja, mein Gott, das ist kein Weltuntergang, ne? Deswegen werde ich nicht gleich wieder auf 100 Kilo hochschießen. So, aber da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, das kann man auch machen, ja, wenn man sein Gewicht erreicht hat, wo man hin wollte. Da bin ich ja ungefähr. Ja, es wird jetzt wieder ein bisschen mehr durch das Training, weil Muskulatur wiegt ja auch ein bisschen mehr als Fett. So, der Brustumfang hat sich um einen Zentimeter verändert. Der Bauchumfang ist noch ein bisschen weniger geworden. Ich bin jetzt bei 90 Zentimeter. Der Schulterumfang, wie gesagt, der ist eigentlich relativ uninteressant, aber auch einen Zentimeter mehr geworden. Der Arm hat mich ein bisschen gewundert, sind gleich 2 Zentimeter. Wie gesagt, im entspannten Zustand, ohne irgendwie hier Mucki zu machen. Und auch der Oberschenkelumfang rechts ist auch um 1,5 Zentimeter mehr geworden. Da muss man halt darauf achten, dass man das immer an derselben Stelle misst, ja, die dickste Stelle raussuchen an der Körperpartie, an dem Muskel und das da zu messen, damit man da eine ungefähre Referenz hat, weil da können ganz schnell Messfehler auftreten. Was ich auch tun werde zukünftig, ich werde die Werte entweder nullen oder auf 0,5, weiter ins Detail gehe ich da nicht. Ich kann es kurz erwähnen, wie gesagt, mein Körperfettanteil ausgerechnet nach der Navy-Methode. Dafür braucht man den Nackenumfang, den Bauchumfang und ja, ich glaube, das war's schon. Da steht eine logarithmische Formel hinten dran. Das kann man sich bei Google raussuchen. Da gibt es eine Seite mit so einem Rechner drauf. Gar kein Problem, findet man relativ schnell. Ist jetzt 16,3, aber deswegen sage ich, es sind so etwa 16%. Mein Ziel war irgendwo zwischen 12 und 15% zu landen. Da arbeite ich noch dran. Mal sehen, das wird sich mit dem Training wahrscheinlich auch entsprechend in die Richtung verändern. Ja, mehr habe ich dazu eigentlich im Moment gar nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dann geht es in den nächsten Videos weiter, weil ich jetzt, wenn es wärmer wird, wandern gehen will. Dann stelle ich mal ein bisschen Ausrüstung vor, Wanderschuhe, eine ordentliche Hose. Ja, da fange ich an, jetzt auch mal an, Werbung zu machen. Kriege ich zwar nichts für, aber ich werde es dann tun. Aber ich hoffe, du schaltest auch da wieder rein und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.